Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Patje spielt und Stellaris. Und wir gucken uns ein wenig um, wie dieser Kampf läuft. Technology researched. Der, wenn man so will, zweite Krieg um hier unsere Feinde ein wenig Technology researched. Ruhig zu stellen. Wir gucken gerade einmal, wie wir hier am besten vorankommen. Hier oben sieht es relativ stabil aus. Hier unten haben wir das sind gerade mal 900 Punkte. Mit Anführer, Feldproduktion, Nahrung ist das, was noch ganz regulär funktioniert. So, da befinden wir uns hier. Da kommen jetzt gerade 4000 an. Was haben wir hier hinten? Nimmt die beiden Systeme vielleicht einmal eben im Vorbeiflug mit. So, jetzt haben wir auch ein paar Armeen. Zivilschiffe blende ich mir auch einmal eben aus. Construction complete. Wieso greift ihr die hier oben nicht an? Wir haben hier 13.000 an Verteidigung. Sollen sie kommen? Da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Wir haben hier unten erobert, was zu erobern ging. Fliegen wir mal hier rüber. Technology researched. Neue Forschung wählen. Kommen auch langsam hier bei den Geschichten an, wo man merkt, man ist im Endgame. Da sind wir gerade abgehauen. Ne, sind wir nicht. Ah, doch, jetzt sind wir abgehauen. Und die Frage ist, folgen die uns? Sieht ein bisschen so aus, dann warten wir einfach auf die. Oder ne, wir fliegen hier hoch. So, jetzt haben wir hier 8000. Wir machen jetzt mal richtig überall 4 Stück. Ach, machen wir überall 5.
Zack. So, die werden noch zusammengelegt. Und die legen wir auch noch zusammen. Nee, andersrum. So, wen haben, wo seid ihr gerade unterwegs? Perfekt, du kannst da hoch, kannst die kaputt machen. Du kannst mal hier rüber fliegen. Das System befreien. Du fliegst hier rüber. Oder fliegst generell, fliegst dann hier hin. Da ist sogar noch eine recht große Armee. Oh, ich habe keine 5000 Credits. Moment, das ändern wir mal eben. Na, 10.000, andersrum wäre es mir ja lieber. 39.000. Ja, machen wir mal. Zack. So, wo haben wir sie hier? Ihr seid hier drüben völlig sinnlos. Okay, das dürfen wir erschaffen. Thank you.
So. Okay, ich verstehe das nicht. Wieso? Ach doch, hier ist eine feindliche Kolonie. Alles klar. Ja, weil hier unten müsste doch eigentlich kein Problem sein, oder? Das ist gelaufen. Da muss ich meine Flotte nicht zwingend hinschicken. Oh oh. Das wird jetzt natürlich, wenn das kommen würde, wäre das echt krass. Wenn die sich den anderen anschließen sollten. Aber ich glaube, hier sind wir ganz gut dabei. Mal gucken, ob es jetzt klappt, hier runter zu fliegen. Ja, sieht auch gut aus. Wir bewegen, sobald die fertig sind, bewegen wir die mal hier nach unten. So, dann haben wir einmal. Ach hier, ich dachte, hier wäre noch eine Flotte des Gegners, aber offensichtlich nicht. Ach Mist, okay. Na, dann bleibst du erstmal hier stehen. Ach, was soll der Blödsinn? Ich dachte, da hättet ihr vorhin aufgeräumt. So, wie sieht's hier aus? Da haben wir, glaube ich, fast alles. Wieso haben die keinen Admiral? Das sind 16.000. So, du kannst hier rum.
Okay, die sind von einer Sekunde auf die andere verschwunden. Nein, die andere Flotte. Die dürftest dahin zurückkehren können, genau. Und du? Nein, Moment. So, wir haben zwei Flotten hier. Einmal Pause. Die dürfte, genau, die dürfte problemlos dorthin zurückkehren können. Und die kann problemlos hierhin fliegen. Die müssen nur schneller hier durch den Raum fliegen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Auch nicht allzu schlecht. Wir holen uns jetzt das System noch und dann fliegen wir mit der anderen Flotte hier so rum und nehmen die beiden Systeme auch noch, während hier die Flotte das System hält. So, wir sind wieder bei 100%. Kann man eigentlich irgendwo genauer sehen, wofür dieser Krieg eigentlich geführt wird? So, dich bewegen wir jetzt hier hin. Aber das hilft uns nur sehr begrenzt, ne? Ja, wir müssen aber auch das System hier nehmen. Wenn wir das nehmen, können wir mit dem anderen Schiff außenrum fliegen. Technology researched. Flakartillerie. Ja, ich glaube, was anderes bleibt uns dann nur sehr begrenzt übrig. Vielleicht können wir die mal benutzen, um... Wir schicken mal hier mal unsere Flotte hier hin. Die können schon mal anfangen, hier den Planeten vorzubereiten. Construction complete.
Da kommt meine Invasionsflotte. Ach, hier gibt es zwei Planeten. Und ich greife gerade den falschen an, wie ich sehe. Weil für die Überlicht. Für den Überlichtblödsinn ist der andere Planet zuständig. Gut, aber du müsstest doch jetzt eigentlich. Okay, die KI des Gegners ist genauso Blödsinn. Der schickt mir jetzt hier irgendwie. Hier beginnt die Invasion. Die können wir schon mal hier rüber schicken. Und eigentlich. Hostile Planet pacified. Pacified, ja, so kann man das auch nennen. Sind denn hier 600? Wir warten mal, bis der Planetenschaden ein bisschen größer ist. Hier ist tatsächlich noch mal ein bisschen was zu tun. Aber wir haben damit diesen ganzen Strang erobert und diesen auch. Das heißt, diesen Planeten, dieses System haben wir. Wir legen einfach los. Mit unseren überlegenen Einheiten. Und dann kümmern wir uns hier um den Bereich. Sind die eigentlich noch mit denen im Krieg? Deploying Pacification Troops. Pacification Troops, ja, sehr schön. Ich verstehe nur noch nicht, warum hier kein Frieden gefordert wird. So, hier müsste doch auch bald. Ach, ist gerade Pause, okay. Feierabend sein. Also, jetzt würde mich wundern, wenn hier noch irgendwo ein Schiff auftauchen sollte von denen. Das heißt, wir können mit denen eigentlich direkt hier rüber fliegen. Technology researched. Und den fliegen wir einfach mal hier hin. Hostile planet pacified. Bewohnbarkeit plus 10%. Zack. Von hier werde ich nicht weiterkommen. Das übliche Problem. Das heißt, ich müsste diese beiden Planeten erst erobern, die aber eigentlich relativ unwichtig sind. Wir benutzen sie einfach mal als
Den hier müssen wir ausschalten. Wir sind denn hier drauf? 770, wir bombardieren einfach erstmal. Guck, gibt es hier nicht noch irgendwas, was wir machen können, um die Ruhe hinzukriegen? Ne, Mineralien. Mein, ach, na, Quatsch, jetzt ist es zu spät. Brauchen wir eigentlich ja auch nicht. Aber es gibt nichts für... Dass wir hier keinen Frieden quasi, dass er keinen Frieden macht. Ach so. Fordert unbesetzte Systeme, unbesetzte Planeten. Okay. Das heißt, wir müssen. Der muss anfangen, seine Systeme hier zu erobern. Ah ja, okay. Tut er wohl auch so langsam. Obwohl, jetzt schon wieder eine feindliche Flotte. Die KI ist irgendwie... Ihr könnt mich korrigieren, aber die ist schon ein bisschen blöd, oder? Und wieso sind hier... Na gut, so viel sind das jetzt hier auch nicht. Aber der hat hier oben 15.000... Ja, das sind alles nicht viele hier, ne? Aber zusammen... Hättest du hier locker 20.000, aber lässt dir hier von 12.000 oder 13.000 den eroberten Planeten wieder wegnehmen. Hm. Riesiger Humbug. Wir sind Anführer der Föderation. Die schon dabei. Deploying pacification troops. Hostile planet pacified. Es wäre jetzt irgendwie ganz gut zu wissen, um welche Systeme es konkret geht. Technology researched. Das sind alles wiederholbare. Ja, das heißt, wir machen einfach hier weiter. Man kann das auch nicht irgendwo hier sehen, ne? Kriegsziel oder so.
Ich glaube, hier verliere ich gerade ganz schön viele Punkte. Fliegst du jetzt hin, um zu reparieren? Wir greifen hier jetzt aber noch mal in Ruhe alles nacheinander an. Hier sind jetzt immerhin noch mal 18.000. Vorher sollten wir auf jeden Fall reparieren. Können wir ein Forschungsschiff dahin schicken? Gucken uns dieses System mal an. Zivilschiffe da. Forschungsschiff. Irgendwie, ah, da. Passiv. So, wir haben alles Dings. Wir fliegen eben zur Reparatur. So, mal gucken, was mit den anderen Flotten ist. Die hängt immer noch hier rum. Wieso fliegt die denn jetzt? Ich dachte, du kannst hier oben reparieren. Mach's mal so. Wir machen wieder die übliche Teilung. Die machen wir weg. Und der soll mal hier rumfliegen. Und dann schnappen wir uns einmal die Transportflotte. Die hat, glaube ich, hier den Planeten pazifiziert. Die Einheiten werden zusammengelegt. Und tut das bitte auch einmal hier. Das wird ein bisschen dauern, aber bis dahin räumen wir hier noch ein bisschen weiter auf. Ja, okay, auch da kommen wir so nicht weiter. Du fliegst darüber. Und ich höre auf mit dieser Runde. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hatten wir zwischendurch schon einen Staffelwechsel. Wenn nicht, würde ich ihn jetzt machen. Das muss ich mir nochmal angucken, wie viel ich in letzter Zeit aufgenommen habe. Ja, mal gucken. Nach oder wir ziehen es jetzt einfach durch, Leute. Ich habe Urlaub, da kann ich genug aufnehmen. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, sagt euer Patier.